10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, moin moin und einen wunderschönen, ja, warmen, schwülen, wie auch immer, Sonntagmorgen wünsche ich euch. Ich habe erstmal eine schlechte Nachricht und natürlich auch viele, viele gute Nachrichten. Ja. Erstmal zu der schlechten Nachricht. Ich habe mich dazu entschieden, das Auenländer Frühstücksfernsehen ein klein wenig einzuschränken. Das bedeutet, ich werde das wohl in Zukunft nur noch, wenn es hochkommt, alle 2 oder sogar alle 4 Wochen, also sozusagen nur einmal im Monat machen oder halt alle 2 Wochen das nur noch fortführen. Grund des Ganzen ist halt einfach darin, dass es durch, sage ich mal, viele andere Medien, durch andere Fanprojekte, wie auch immer, Facebook-Gruppen etc. pp., wird man meistens so oder so relativ gut auf dem Laufenden gehalten und mir persönlich, denke ich mal, und auch euch persönlich, bringt es eigentlich nicht so viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sonntag das Auenländer Frühstücksfernsehen mache und ich berichte euch mit irgendwelchen News und so weiter und so fort, die letztendlich eventuell so oder so eigentlich schon jede Sau kennt, ja, und das möchte ich halt einfach vermeiden, so diesen doppelten Effekt einfach irgendwo. Ich meine, okay, wenn jetzt im Fernsehen Nachrichten laufen, da kann man auch die ganzen Nachrichtensender durchswitchen, da läuft auch teilweise überall irgendwie, ja, die gleiche Grütze sozusagen. Und letztendlich ist dies halt auch nicht anders bei mir und zudem ist es halt dazu auch noch schwierig, ja, die ganzen Themen in irgendeiner Form zu gestalten etc. pp., weil das ist manchmal gar nicht mal unbedingt so leicht, das Ganze, ja, auch wenn es nur eine Stunde ist, ist es halt gar nicht so leicht, das irgendwie halt dementsprechend zu füllen. Und aber da muss man einfach mal gucken und ja. Aber wie gesagt, ich mache mir da nochmal Gedanken, ob das denn nur alle 2 Wochen ist oder halt alle 4 Wochen, je nachdem. Und ja, wenn ich glänze, das kann natürlich sein. Ich habe zwar heute Morgen frisch geduscht, aber ihr könnt schon wieder in die Dusche gehen. Ich schwitze wie nichts anderes. Ich habe hier in der Wohnung, glaube ich, gefühlte 40 Grad und das ist so scheiße schwül. Aber wir haben ja für heute hier eine extreme Unwetterwarnung, weil es soll heute richtig knallen hier bei uns. Das will ich nur ordentlich hoffen, weil ich habe meine Fenster schon aufgerissen und wenn es dann richtig knallt, dann kommt wenigstens ein bisschen frische Luft hier rein. Das wäre zumindest mal traumhaft, weil das ist so eklig warm. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, weil ich die Woche über auch relativ wenig gestreamt habe. Einerseits habe ich da auch keine Lust, mich bei der Hitze jetzt hier irgendwie hinzusetzen und dann irgendwie zu streamen und so weiter und so fort. Dann sitze ich lieber irgendwie am Strand und lutsche mein Eis und trinke mein kühles Blondes oder wie auch immer. Und nun ja. Ich habe einige Themen auf jeden Fall vorbereitet, unter anderem halt zum Thema Update 16.2, unter anderem ist ja die zweite Beta-Phase angelaufen. Da gibt es natürlich auch mit der zweiten Beta-Phase ja, einige Neuerungen, letztendlich auch einige Sachen, die ja, eigentlich schon bekannt sind bei den einen oder anderen. Und diesmal gab es auf jeden Fall eine etwas umfangreichere Patch-Notes zu der zweiten Beta. Denn der Server, also der Vorschau-Server Bulroa, wurde ja letzte Woche Donnerstag kurz runtergefahren und gegen späteren Abend war ja auch dann schon wieder online gewesen. Sozusagen mit dem mit der zweiten Beta-Phase. Es gab halt Änderungen am PVMP, was logisch ist, damit haben wir ja auch dementsprechend gerechnet. Sowie auch noch die ein oder andere kleine Änderung gab es natürlich auch noch. Wie zum Beispiel in Michelbinge, da sind auf einmal jetzt so Statuen aufgetaucht, beziehungsweise Laternen. Also es sind jetzt nicht wirklich so Statuen, sondern halt irgendwie so Laternen, die benannt sind eigentlich nach allen Servern, ja, die es eigentlich sozusagen gibt. Dazu habe ich auch mal so ein kleines Video fertig gemacht, das spiele ich euch gleich mal ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden, was die Hobbits, ja, würde ich mal sagen, da gemacht haben. Ja, die haben Michelbinge so ziemlich umgebaut und letztendlich ist halt dieser neue Laternenpark, sage ich mal, eigentlich um diese Grenzersstatue errichtet worden. Und die Grenzersstatue ist sozusagen total im Fokus in diesem Laternenpark, also es befindet sich in der Mitte. Und dann sozusagen einmal im Kreis herum ist dann halt dieser Laternenpark errichtet worden mit diversen Sitzbänken etc. pp.
Aber wie gesagt, dazu gleich mehr in meinem Video, wenn ich euch das einmal zeige. Und ja, was gibt es sonst noch Neues? Ja, halt den üblichen Kram, den ich ja letztes Mal auch schon erwähnt hatte, zum Thema Evendim, Düsterwald und Nordhöhen sind jetzt umherziehende Bedrohungen. Laut den aktuellen neuen Patch Notes, da steht irgendwas drin von umherziehende Bedrohung in Vorroppel, Evendim und Düsterwald. Das denke ich mal, halte ich eher für einen Fehler, weil Vorroppel ist bekannt, da ist eigentlich nichts Neues. Ich habe doch umgeschaut, ist eigentlich eher was Altes, aber ich gehe mal davon aus, dass das eher ein Fehler ist, ein Übersetzungsfehler oder wie auch immer. Auf jeden Fall, in Vorroppel, da gibt es nichts. Sie haben halt die Mordhöhen sozusagen ausgelassen. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt es umherziehende Bedrohung in Evendim, Nordhöhen sowie im Düsterwald. Und ja, mit diesen umherziehenden Bedrohungen gibt es halt auch wieder jede Menge Schatzspeicher zu finden. Pro Gebiet müssen dementsprechend 12 Schatzspeicher gefunden werden. Die Übersichtskarten dazu findet ihr bereits bei mir auf der Website im Buch der Taten. Dort habe ich sozusagen 3 neue Bereiche angelegt. Einmal den Bereich Evendim wurde hinzugefügt, dann der Düsterwald wurde hinzugefügt und die Nordhöhen wurde hinzugefügt. Und in diesen Bereichen könnt ihr dann einmal auf jeden Fall schon mal die Schatzspeichertat zusammenfinden, euch die Karten schon mal anschauen. Dort sind überall auf den Karten die Position der Schatzspeicher markiert, sowie auch mit den Koordinaten, wo ihr diese finden könnt, etc. pp. Und Karten zu den umherziehenden Bedrohungen werde ich auch noch fertigen. Da sind mir bereits alle Locations bekannt. Aber da warte ich nochmal, ob da vielleicht nochmal die ein oder andere Locations sozusagen noch rauskommen sollte. Und bis das Ganze dann auf jeden Fall Release wird oder Release ist, wird auf jeden Fall auch dann die Karte zu den umherziehenden Bedrohungen ja, sozusagen online sein. Und ja, und ja, wie gesagt, dann gibt es halt unzählige Änderungen zum Thema PvP. Da wurde halt einiges angepasst. Dann bei den Tauschhändlern für die umherziehende Bedrohung, da wurde natürlich auch einiges angepasst. Zumindest von der Währung her. Weil die Waffen, die ihr euch dort zum Beispiel kaufen könnt, die sind natürlich wesentlich günstiger geworden. Die hatten vorher, glaube ich, irgendwie um die 200 Zeichen der Schenken gekostet. Jetzt kosten die wohl nur noch 50. Ich habe jetzt bei der zweiten Beta noch gar nicht geschaut, ob sich da die Währung eventuell nochmal geändert hat, vom preislichen her. Müsste ich eigentlich nochmal nachschauen. Dann gibt es auch nochmal was Neues bei dem legendären System. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr euer Fenster sozusagen öffnet, wo eure legendären Waffen sind, also ihr habt da ja oben sozusagen die ganzen Slots frei, wo ihr eure Waffen dementsprechend platzieren könnt. Dort habt ihr jetzt einen neuen Reiter, wo ihr draufklicken könnt und dann könnt ihr eure legendären Gegenstände direkt über das System umbenennen. Denn aktuell auf den Live-Servern ist es ja nur möglich, diese legendären Gegenstände umzubenennen beim Schmiede- bzw. beim Reliktmeister. Dies fällt dann sozusagen in Zukunft weg. Denn das könnt ihr jetzt ganz bequem dann über dieses legendäre Systemfenster sozusagen machen. Dort klickt ihr einfach umbenennen, könnt dann dementsprechend eure Waffe wie auch immer was geben und das dann dementsprechend benennen. Und ob es neue Rezepte gibt, ist derweil noch unbekannt. Also ich persönlich habe jetzt noch keine neuen Rezepte gesehen. Laut einer Aussage von Turbine, die jedoch allerdings schon etwas älter ist, soll es auf jeden Fall neue Rezepte geben. Ich persönlich denke mal auf jeden Fall damit, wenn wir jetzt im Herbst Minas Tirith unter anderem erwarten können, denke ich mal, wird es auf jeden Fall eine weitere Handwerksstufe geben. Und ich denke mal, mit dieser weiteren Handwerksstufe wird es dann auch auf jeden Fall neue Rezepte geben. Aber auch das sind halt nur Spekulationen. Aber wie gesagt, das ist einfach meine persönliche Schätzung, meine Meinung. Denn ich denke mal, wenn wir sozusagen die Reise nach Minas Tirith gehen wird, denke ich mal, dann wird die Handwerksstufe erhöht werden, sozusagen, dass wir eine weitere Stufe machen können, dann auch mit neuen Rezepten. Ob wir jetzt vor dem Herbst nochmal ja, neue Rezepte reinkriegen, das weiß ich nicht. Muss man mal gucken, was sie da noch für Updates nachschieben, die vielleicht noch so geplant sind, weil ich denke mal, das Herbst-Update wird auf jeden Fall sozusagen dann Update 17 sein, Minas Tirith unter anderem. Und davor kommen auf jeden Fall halt so kleinere Sachen. Wie ja zum Beispiel, was ja auch angekündigt wurde, dieser episodenhafte Inhalt mit Bingo Bofing. Von ihm ist sie doch aktuell auf dem Beta-Server.
ja, noch nichts zu sehen. Also da ist noch nicht wirklich was bekannt, wo er sich befindet, beziehungsweise wie diese Questreihe ausschaut, wie das Ganze beginnt etc. pp. Denn ich denke mal, wenn dieses Event gestartet wird, dann wird man sicherlich darüber auch informiert werden, wo sich der Typ auffällt, weil das wäre irgendwie schwachsinnig, den erstmal großartig suchen zu müssen. Und ja, da kann man sich dann auf jeden Fall mal überraschen lassen. Und ja, will ich mal kurz hier durch den Chat düsen, mal gucken, was ihr da so geschreibselt habt. So. Ja, wie gesagt, zu dem Thema Rezepten, da bin ich ja gerade dementsprechend eingegangen. Da muss man jetzt auch mal abwarten, ja, wie sich das dann noch entwickeln wird. Wie ist das mit dem Waffenzierwerk? Ist ja wie irgendwie sinnfrei, wenn man darauf machen kann. Ja, zum Thema Waffenzierwerk, es ist schon ein bisschen sinnfrei, das stimmt schon irgendwo. Ich habe euch dazu ja mal ein Video fertig gemacht, das habe ich ja auf YouTube hochgeladen. Das Video hatte ich euch auch letzte Woche schon mal gezeigt. Das Waffenzielwerk, ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin da auch nicht so ganz mit zufrieden. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial drin, sage ich mal. Das kann man auf jeden Fall noch weiter erweitern. Und ich denke mal, in Zukunft wird es auch sicherlich möglich sein, ein richtiges Zielwerk, denke ich mal, über Lailas Markt zu beziehen. Ich denke mal auch Zielwerk, den man dann wahrscheinlich über den Shop kaufen kann. Oder generell auch Zielwerk, den man vielleicht durch Questbelohnungen bekommt. Den man vielleicht ja, durch irgendwelche Inis droppen, wie auch immer. Muss man einfach mal gucken. Denn aktuell ist es ja eigentlich nur so, ihr könnt euch jetzt irgendwelche Sachen sozusagen craften. Ja, meinetwegen, ihr spielt einen Wächter, craftet euch irgendwie aus diesen niedrigen Handwerksbereichen ein Schild. Wobei ich sagen muss, wenn ihr euch die Schilde da mal anschaut, in den niedrigen Handwerksbereichen, oder auch generell die Waffen, Bögen etc., die sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ja. Fakt ist halt allerdings, wenn ihr jetzt ein Schildzielwerk natürlich tragen wollt, müsst ihr natürlich kontinuierlich auch euer richtiges Schild angelegt haben, damit dieses Zielwerkschild dann auch entsprechend euch angezeigt wird, weil ansonsten sieht man das gar nicht. Das gleiche Effekt ist natürlich auch bei den Waffen, ja. Also wenn ihr jetzt ein zweihändiges Schwert trägt als Hauptwaffe, müsst ihr dann auch sozusagen dementsprechend ein zweihändiges Schwert als Zielwerk tragen, damit dann das Ganze angezeigt wird. Und ich denke mal generell, das Ganze wird mit Sicherheit noch überarbeitet werden. Wie gesagt, das ist gerade mal komplettes Neuland für Turbine, denke ich mal. Und in Zukunft gehe ich mal davon aus, da wird sich noch einiges richten und da wird sich auch noch sicherlich einiges ergeben und da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das entwickeln wird, weil aktuell bin ich da auch noch nicht so ganz mit zufrieden, was das Ganze angeht, aber wir müssen einfach mal gucken, es ist wie gesagt absolutes Neuland und dann schauen wir da mal. So, wollen wir mal kurz gucken, was hier noch so schreibt. Ja, und ich denke mal, aktuell haben wir im Logo sicherlich so eine Art Sommerloch. Ist im Prinzip eigentlich jedes Jahr ja das gleiche Phänomen, dass es im Sommer im Logo relativ ruhig wird, weil logischerweise viele Leute fahren in den Urlaub. Wir haben draußen Bombenwetter, es ist warm. Die Leute machen mehr was mit ihrer Freizeit, meinetwegen mit ihren Kids, mit ihrer Freundin, Frau, was auch immer. Gehen vielleicht schön an den Strand und genießen halt das Wetter. Und ja, aus diesem Grund denke ich mal, ist so aktuell in Loku ein klein wenig, ein bisschen, mal ist es mehr, mal ist es ein bisschen weniger los, aufgrund halt dieses Sommers, aber das, wie gesagt, ist ja nichts Neues, ist halt dieses sozusagen das Sommerloch und ja, sobald es dann draußen auch wieder kühler wird, dann kommen die meisten Leute auch alle wieder entsprechend raus aus den Hütten und dann geht es auf jeden Fall wieder ab wie Post. Gucken wir mal. Schreibt ja so schnell, da kommt man ja gar nicht mit hier. Aber wie dem auch sei, ich werde euch jetzt einmal kurz mal das Video einspielen von Michel Winge. Geht so circa 5 Minuten das Video, da zeige ich euch einmal ja, diesen neuen Statuenpark, beziehungsweise diesen Laternenpark,
der in Mechelbinge errichtet wurde, rund um Grenzers Lohnstatue. Und ja, schaut euch das aber mal kurz an, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus Mechelbinge wünsche ich euch. Und ich möchte euch mal etwas Neues aus Mechelbinge zeigen, denn die Hobbits hier in Mechelbinge, die waren sehr fleißig gewesen, denn mitten im Zentrum von Mechelbinge, beziehungsweise um die Statue zu Grenzers Lohn, wurde ein kleiner neuer Laternenpark geschaffen, wo unter anderem halt, ja, Grenzers Lohnstatue im Zentrum liegt und der Park sozusagen, dieser Laternenpark befindet sich dann rundherum um diese Grenzers Statue und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier so einen schönen kleinen Park mit Blumen, mit jede Menge Laternen, Sitzbänken zum Ausruhen und ja, der ganze Park an sich ist wunderschön designt, sehr, sehr schön gestaltet und ja, was es letztendlich mit diesem Park auf sich haben wird, da denke ich mal, können wir uns überraschen lassen, denn dieser ist auf einmal hier komplett neu aufgetaucht auf dem Vorschau-Server Bulroa, denn wohl bemerkt, aktuell gibt es diesen Park noch nicht live zu sehen auf den Live-Servern, denn wie gesagt, ich bin hier auf dem Vorschau-Server Bulroa und teste sozusagen das Update 16.2, sammle ein paar Informationen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Und ja, jetzt an diesem Wochenende wurde sozusagen die zweite Beta-Phase gestartet und siehe da auf einmal, ja, zeigen dann sozusagen die Hobbits hier ihr neues Werk, was sie hier geschaffen haben. Diesen Laternenpark halt rund um, ja, Grenzer Statue und was damit auf sich hat, ja, können wir nur spekulieren. Diese ganzen Laternen hier haben letztendlich Namen aller Server sozusagen. Also im Prinzip ist hier sozusagen jeder Server vertreten. Hier zum Beispiel Vanja unter anderem. Es sind die englischsprachigen Server hier vertreten, es sind die deutschen Server hier vertreten. Hier ist eigentlich jeder Server. Also sprich, jede Laterne hier hat halt ihren eigenen Namen. Beziehungsweise jede Laterne würde halt für einen Server stehen und der Name wird dann dementsprechend dann halt angezeigt. Und ja, was das Ganze damit auf sich hat, wissen wir leider alle noch nicht. Es wäre denkbar, dass es vielleicht irgendwie eine Erweiterung ist zum Thema Grenzers Lohn, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Es wäre aber auch denkbar, dass dieser neu geschaffene Park eventuell schon mal so ein kleiner Vorgeschmack ist auf den episodenhaften Inhalt, wo wir dann Bingo Bofin sozusagen durch Mittelerde begleiten werden, wo wir dann unter anderem wöchentlich ja eine Aufgabe erhalten und die wir dann hier halt abschließen müssen. Einige denken auch, dass dieser Laternenpark vielleicht sozusagen als Andenkenpark kreiert wurde und so weiter und so fort. Denn sagen wir mal zum Beispiel, der Server Arkenstone wäre der Server, der geschlossen wird, wenn der Servertransfer feststeht. Und dann denken halt einige Spieler, okay, die Statue Arkenstone, die wird mit Sicherheit dann hier stehen bleiben, auch wenn es den Server gar nicht mehr gibt. Einfach nur sozusagen als Andenken für diesen Server. Und wenn man dementsprechend die Statue anklickt, dass dann halt die Spieler angezeigt werden, wie fleißig die waren, etc. pp. Im Thema, ja, im Themenbereich zu Grenzers Lohn. Aber wie gesagt, ob es jetzt speziell was mit Grenzers Lohn zu tun hat, werden wir sehen. Ich vermute mal ja, weil das halt direkt hier bei der Grenzerstatue auch, beziehungsweise rundherum um diese Grenzerstatue aufgebaut wurde. Kann auch sein, dass es eine Kombination sozusagen aus beidem ist, also aus Grenzers Lohn sowie den neuen episodenhaften Inhalt. Aber wie gesagt, das sind nur Spekulationen, da können wir nur spekulieren, denn aktuell steht zu diesem neuen Laternenpark nichts in den Patch Notes. Denn wie gesagt, Update 16.2 Beta 2 ist am diesem Wochenende gestartet und über diesen Laternenpark ja, steht in den Patch Notes nichts. Und ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, wir werden auf jeden Fall Näheres dazu erfahren, wenn es vielleicht eine dritte Beta-Phase gibt oder auch vielleicht eine vierte Beta-Phase etc. pp. Aber ansonsten spätestens dann, wenn Update 16.2 released wird, werden wir es auf jeden Fall in den Patch-Notes dann erlesen, wofür sozusagen dieser neue Park hier geschaffen wurde. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, was es damit auf sich haben wird. Denn wie gesagt, ich finde, das sieht absolut wunderschön aus. Und ja, in diesem Sinne verbleibe ich dann mit einem schönen Gruß aus Mechelbinge
und euch so weiter noch einen schönen Tag. Ja, und da sind wir wieder und ich habe den Chat natürlich in der Zeit mitverfolgt und ich will auch hier da mal kurz auf einige Fragen von euch eingehen. Und zwar muss ich mal kurz ein bisschen nach oben scrollen. Die erste Frage war auf jeden Fall, ob man denn schon wüsste, zu wann jetzt Update 16.2 released wird. Aktuell wissen wir das noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt aktuell die zweite Beta-Phase online gekommen, am vergangenen Donnerstag. Und ich persönlich vermute mal, es gibt eventuell sogar noch eine dritte Beta-Phase für dieses doch relativ kleine Update. Aber das Größte ist halt hier, sage ich mal, die größte Änderung betrifft natürlich hier dieses PvMP unter anderem. Und der andere Kram ist halt mehr Kleinkram. Und das Ganze muss natürlich noch ausreichend getestet werden. Und wie gesagt, ich vermute mal, dass wir nächste Woche, so Mittwoch, Donnerstag, nochmal eine kurze Downtime kriegen, wo dann die dritte Beta-Phase startet. Und ich denke mal, wir haben jetzt den 5.7. Vielleicht wird das sogar Ende des Monats, Mitte August was, dass wir dann Update 16.2 sozusagen live auf den Servern kriegen. Und nochmal kurz dann auf eine andere Frage zu dieser einen Statue, die da im Fokus sozusagen stand, in diesem Laternenpark. Da ist ja so eine Bestenliste, hat ja auch jemand geschrieben, was es damit auf sich hat. Ja, und zwar, das ist so eine Bestenliste mit so einem Event, was es damals gab, im Grenzers Lohn. Da konnte man, ich weiß gar nicht mehr, man musste, glaube ich, diverse Sachen sammeln, musste das dann irgendwie abgeben, so Tauschmarken oder so. Und derjenige, glaube ich, der am meisten Tauschmarken irgendwie abgegeben hatte, wurde dann dementsprechend in diese Bestenliste, glaube ich, aufgenommen. Und aktuell kann man diese Grenzer-Quest auch immer noch annehmen, dort in Michelbinge. Habe ich zumindest auf Boloa gesehen, denn dort ist halt auch immer noch der eine Hobbit sozusagen unterwegs, wo man diese Grenzers-Lohn-Geschichte annehmen kann. Und ja, wie gesagt, was es mit diesem Laternenpark auf sich hat, müssen wir auch mal schauen. Es könnte vielleicht so ein weitläufiges Event werden, was vielleicht an diesen Grenzerslohn angekoppelt ist. Oder es bezieht sich vielleicht auf Grenzerslohn und auf dem neuen episodenhaften Inhalt mit Bingo Bofin. Aber ich denke mal, das werden wir alle sehen, was das da letztendlich genau mit sich auf sich hat. Mit diesen ganzen neuen Laternen, die dort jetzt aufgetaucht sind. Denn wie gesagt, man kann die Dinger anklicken, da passiert nichts Großartiges. Und da muss man einfach mal abwarten, bis das Ganze live geht. Also meine Vermutung auf jeden Fall liegt hier so Mitte August, also Mitte nächsten Monat, vermute ich mal, würde das live gehen. Und dann werden wir auch schon irgendwann, denke ich mal, September, Oktober wahrscheinlich schon das nächste Update erhalten. Also Update 17 rein theoretisch, wenn es dann nach Minas Tirith geht, wo wir dann auch vielleicht eine neue Handwerkstufe kriegen, etc. pp. Sind letztendlich nur noch ein paar Monate und ja, das Jahr ist auch schon wieder fast vorbei. Geht alles sehr, sehr relativ schnell, wenn wir überlegen, wir haben jetzt schon gerade 5.7. Ja, das geht alles sehr schnell über die Runde. Und ja, ich denke mal, wir können uns aber auf jeden Fall dieses Jahr noch auf das eine oder andere auf jeden Fall überraschen lassen. Und mal gucken, ja, was da noch alles so kommen mag und so weiter und so fort. Und wie sie es noch bearbeiten werden. Denn wie gesagt, das aktuelle Update, die 16.2, wie gesagt, ist eigentlich ein kleines Update. Die größte Änderung da drin ist halt einfach nur dieses neue PvMP. Also dieses Update, würde ich sagen, geht jetzt eigentlich nur speziell für die PvMP-Spieler. Und der andere Kram, der in dieses Update sozusagen implementiert ist halt mehr ein Kleinkram und halt einfach nur ein Kram, um die Leute noch ein bisschen zu beschäftigen, bis dann das nächste größere Update kommt, wie zum Beispiel jetzt die neuen und der Bedrohung, die wir halt dementsprechend legen müssen, weil ich glaube, die meisten haben ihr Trade von 300 Bedrohungen noch gar nicht voll. Dann geht es ja wieder halt weiter an der ganzen Schatzsuche. Und wenn ihr auf jeden Fall alle Schatzkästen gefunden habt, also in Evendi müsst ihr 12 finden, in Düsterwald müsst ihr 12 finden und in den Nordhöhen müsst ihr 12 Schatzspeicher finden, da gibt es jeweils 10 Punkte. Also wenn ihr also sozusagen alle drei Gebiete abgegrast habt, habt ihr auf jeden Fall schon mal wieder 30 Shop-Punkte im Sack. Ne? Und ja, da wir gerade beim Thema Shop-Punkte sind, da muss ich euch auch mal einiges sagen. Viele würden mich wahrscheinlich, glaube ich, köpfen wollen oder mich lynchen wollen oder wie auch immer. Weil mir ist es halt in der Vergangenheit des Öfteren mal aufgefallen, wenn ich jetzt mein VIP-Konto
mit einer 60-Tage-Game-Time-Card aufgefüllt habe, dass ich statt 1000 irgendwie immer 2000 Shop-Punkte erhalten habe. Und das ist mir schon des Öfteren jetzt aufgefallen. Und ja, da ich ein ehrlicher Mensch bin, habe ich diesbezüglich an Turban ein Ticket geschrieben und einfach mal gefragt, hallo, ist das so gewollt, dass man hier 1000 Shop-Punkte zu viel kriegt? Weil eigentlich ist es laut Regelwerk ja so, dass die VIP-Spieler 500 Shop-Punkte sozusagen im Monat kriegen. Das spricht jetzt ganz normal für die LTA-Spieler, die kriegen monatlich ihre 500 und eigentlich alle anderen halt dementsprechend halt auch, ja. Und ja, Turban hatte mir dann auf diese E-Mail geantwortet. Das war das allererste Mal, dass auf ein Ticket von mir geantwortet wurde per Mail. Und da haben die mich halt gefragt, ja, woher beziehst du denn deine Game-Time-Cards? Und vor allem, wie lautet der Code deiner letzten Game-Time-Card, die du sozusagen eingelöst hast? Und ja, da habe ich denen halt zurückgeschrieben und ich habe gesagt, ja, ich habe mir die dort und da gekauft unter anderem. Und dann habe ich denen halt noch drei Keys mit übermittelt von meinen letzten drei Bestellungen unter anderem. Und dann kam halt nochmal eine E-Mail zurück, wo sie sich halt nochmal herzlich bedankt haben für das Feedback, dass ich halt so ehrlich bin, etc. pp. Und die werden das dann dementsprechend prüfen und dann wird das, denke ich mal, irgendwann, ja, wahrscheinlich nicht mal der Fall sein. Ob es aktuell jetzt immer noch so ist, dass man statt 1000, 2000 Shop-Punkte kriegt, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall weiß Turban da jetzt Bescheid, weil diese Problematik, das dauert doch schon, beziehungsweise es lief schon eine ganze Zeit lang so, dass man 2000 Shop-Punkte bekommen hat. Und ich denke auch mal an alle anderen Spieler, ihr müsst euch da, denke ich mal, keine Gedanken machen, dass jetzt euch irgendwie die 1000 Shop-Punkte abgezogen werden, da wird Turban nichts Großes machen, weil, ja, letztendlich kam es denen sicherlich auch irgendwo zugute, dass die Leute dann alle schnell ihre VIP-Game-Time-Cards kaufen, damit sie da 1000 Shop-Punkte mehr kriegen, weil ich meine, 2000 Shop-Punkte für 20 Euro ist ein guter Preis eigentlich, wenn man das mal so sieht. Ist natürlich jetzt den LTA-Spielern gegenüber nicht so fair, weil die erhalten halt monatlich nur ihre 500 Punkte. Und die anderen, die halt mit Game-Time-Card sozusagen aufladen, die kriegen dann halt mal eben auf einen Schlag 2000 Shop-Punkte gutgeschrieben. Und das ist natürlich schon was, ja, weil die kriegen halt, wie gesagt, 2000 Shop-Punkte. Das wären dann ja eigentlich halt 2x 500 und dann haben sie nochmal sozusagen 2 Monate geschenkt bekommen. Und dies ist eigentlich so nicht gewollt. Und nochmal auf Elmo einzugehen, das wird auf jeden Fall keiner gebannt. Also macht euch da jetzt mal keine Sorgen, dass irgendjemand gebannt wird, weil es mag zwar ein Bug sein, ein Exploit sein, wie auch immer, aber letztendlich ist es jetzt nicht unbedingt ein Bug, der jetzt, ja, weiß ich auch nicht, der jetzt bewusst ausgenutzt wurde oder vielleicht bewusst doch, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Aber auf jeden Fall, sage ich mal, Turban hat dadurch ja irgendwo Geld verdient, indem sich die Leute halt ihre Game-Time-Card sozusagen kaufen. Und ich denke mal, da wird nichts Großartiges nachkommen. Die werden den Fehler dementsprechend halt beheben. Ja, die werden da das beheben, dass man nur noch seine 1000 Punkte kriegt. Und dann ist das Ding auch dementsprechend gegessen. Und ja, auf jeden Fall werden sie euch nichts abziehen und die werden euch auch nicht bannen oder was auch immer. Und ja, wie gesagt, ich habe die halt darüber in Kenntnis gesetzt, weil wie gesagt, der Fehler da bestand schon eine sehr, sehr lange Zeit. Mir ist es beim ersten Mal aufgefallen und dann dachte ich, okay, vielleicht hat das damit was zu tun, weil aktuell ist ja dieses Event irgendwie online, von wegen erhalte doppelte Bonus-Shop-Punkte, wenn du Shop-Punkte kaufst. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat das irgendwie damit was zu tun und da habe ich dann noch gar nicht weiter drauf geachtet. Ja, beim zweiten Mal habe ich dann wieder 2000 Shop-Punkte bekommen und dann habe ich gedacht, okay, ist schon ein bisschen merkwürdig irgendwie. Und beim dritten Mal gab es dann wieder 2000 Shop-Punkte. Dann habe ich gedacht, okay, ist immer noch sehr, sehr merkwürdig. Und deswegen hatte ich mich dann halt entschlossen, einfach mal Turban darüber in Kenntnis zu setzen, ob es so gewollt ist oder auch nicht. Weil ich habe es so auf jeden Fall beobachtet, das Ganze lief es auf jeden Fall schon das ganze Jahr über. Inwiefern das Ganze jetzt auch schon im letzten Jahr ist, weiß ich nicht. Müsste ich die letzten Bestellungen durchgrasen und im Shop kann ich das eh nicht nachschauen, weil im Shop kann man eigentlich nur die letzten 3 Monate sozusagen nachvollziehen, was man halt für Shop-Punkte erhalten hat, etc. pp. Aber wie gesagt, Turban ist darüber in Kenntnis gesetzt worden, die wollen den Fehler jetzt beheben. Vielleicht ist er auch schon behoben worden. Ich weiß es nicht, ich werde es spätestens dann sehen, wenn ich meine nächste Game-Time-Card käuflich erwerbe sozusagen, denn ich kaufe mir die immer woanders. Inwiefern das jetzt bei Game-Time-Cards zum Beispiel ist, die man sich jetzt im Turban-Store direkt kauft, ob das dort auch so ist, dass man 2000 Shop-Punkte kriegt, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
weil ich habe mir da nie welche geholt, weil die für mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer sind. Und deswegen gehe ich auf andere Alternativen, weil da sind sie einfach günstiger. Das spare ich dann 4, 5 Euro. Ist zwar nicht viel, aber es ist halt immerhin schon ein bisschen. Und ob ich jetzt 25 Euro zahle für 60 Tage oder ob ich 20 Euro zahle, das ist schon ein Unterschied. Und naja, wir werden auf jeden Fall mal gucken, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Und ich denke mal, in Zukunft sollte dieser Bug behoben sein. Wenn das eventuell nicht schon ist, wir werden es dann irgendwann erfahren. Und wie gesagt, macht euch da keine Gedanken. Ich denke mal nicht, dass ihr da jetzt irgendwie großartig mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen müsst, weil das wäre schlicht und weg eigentlich Blödsinn. Ja? So. Und ja, wie gesagt, Thema Update 16.2 ist aktuell immer noch am Laufen auf Bulhoa. Dies könnt ihr dementsprechend testen. Wie gesagt, es sind kleine Änderungen. Und halt eine große Änderung für die PvP-Spieler. Aktuell soll wohl derzeit das ganze Balancing etwas getestet werden. Und weil die wollen das halt natürlich anpassen vom Balancing her, dass es alles ein bisschen passt. Weil einige meinen halt hier die Helden, die sind viel zu stark aufgrund deren Essenzenrüstung etc. pp. Und da können die Monster dann nicht mehr so gut mithalten und so weiter und so fort. Und da muss man halt einfach mal schauen. Du hast gestern für Jahresabo 12.000 Punkte bekommen. Ja, ich weiß es allerdings nicht, wie viel man fürs Jahresabo generell kriegt. Aber es müsste eigentlich ja passen. Was willst du mit so viel Shop-Punkten, ey? Warte mal, wenn du fürs Jahresabo 12.000 Punkte bekommen hast, ist ja eigentlich viel zu viel, weil eigentlich müssen das auch 6.000 Punkte sein, oder? Wenn ich 12 Monate, sage ich mal jetzt, mal 500 Shop-Punkte nehme, dann kommen ja eigentlich dann 6.000 bei rum. Da sind ja dann 6.000 auf jeden Fall zu viel. Hast du dir die Jahreskarte bei Turbine direkt gekauft, also im Turbine Market sozusagen? Oder hast du die jetzt irgendwie zum Beispiel bei MMOGA oder wo man sie alle kaufen kann, gekauft? Das weiß ich ja nicht. Weil das ist natürlich schon echt krass, wenn du da jetzt nochmal 6.000 Punkte oben drauf kriegst fürs Jahresabo. Dann sollte ich vielleicht mal überlegen, okay, vielleicht kaufe auch mal ein Jahresabo. Solange es diesen Bug noch gibt, sollte man vielleicht zugreifen. Wenn man da so ein paar Shop-Punkte gut geschrieben kriegt, warum nicht? Lohnen kann sich das immer irgendwie. Und es kommt der Turbine irgendwo zugute, ja. Die Leute sind dann dementsprechend alle fleißig dabei und kaufen sich jetzt irgendwelche Game-Time-Cards oder Abos, Jahresabo. Um halt da richtig schön viele Shop-Punkte abzugrasen, ja. Und ja, müssen wir mal gucken. Und ja, da wir auch gerade darauf zu sprechen sind, zum Thema Lotro-Markt, da muss ich nochmal kurz aktuell gucken, denn aktuell gibt es im Store von Lotro-Markt ja auch noch ein schickes, eigentlich ein schickes Angebot für euch. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, im Lotro-Store Erweiterungspack aktuell zu kaufen für den Apple und Ei. Über Steam sind die aktuell auch noch sehr, sehr günstig zu erhalten. Und zwar, ich will das mal hier kurz durchblättern. Wo haben wir sie denn hier? Dort sind sie. So, und zwar, guck mal, Helms Klamm Basic Edition kostet aktuell 8,99 €. Dann haben wir das Expansion Quad Pack, also das Vierer Pack, kostet 8,99 €. Dann haben wir Reiter von Rohan, die Basis Edition, kostet 4,49 €. Dann haben wir natürlich Riss of Isengard, auch die Basis Edition für 4,49 €. Dann die Minen von Moria, ebenfalls für 4,49 €. Und ja, Siege of Mirkwood, also die Belagerung des Düsterwalds sozusagen, kostet letztendlich 2,24 €. Ja, also wer da unter anderem noch die eine oder andere Erweiterung braucht, der sollte auf jeden Fall mal zuschlagen. Denn aktuell ist es sehr, sehr günstig. Wie gesagt, ihr könnt diese Erweiterung kaufen im Lotro Store Market selber oder auch per Steam. Per Steam gibt es diese Angebote, glaube ich, auch noch so. Ja? Aber ich glaube, die Angebote, die laufen morgen aus. Oder heute, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, heute oder morgen laufen die Angebote auf jeden Fall aus. Und wie gesagt, wer das noch nicht hat, das sollte auf jeden Fall zuschlagen. Allein bei der Helms Klamm Basic Edition, muss ich mal kurz gucken, da kriegt ihr sogar für 8,99 €, kriegt ihr sogar noch 1000 Turbine-Punkte oben drauf. Ja. Aber auch da sei gesagt, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, cool, 1000 Shop-Punkte für knapp 9 €, kaufe ich mir. Ich habe zwar Helms Klamm schon, aber kaufe ich mir trotzdem. Da kann es sein, dass ihr diesen Code gar nicht einlösen könnt.
Denn wenn ihr auf eure MyAccount-Seite geht und dort wird zum Beispiel im Scrum schon aufgelistet, glaube ich nicht, dass ihr das dann nochmal einlösen könnt, nur um an die Shop-Punkte zu können. Dies geht, glaube ich, nicht. Also das würde, glaube ich, letztendlich dann nur für Spieler gehen, die noch zum Beispiel Helms Klamm gar nicht haben, weil die kriegen dann sozusagen Helms Klamm freigeschaltet und erhalten halt das Zierwerk und was dann hier alles bei ist, die 1000 Shop-Punkte, das würden sie dann dementsprechend erhalten. Aber die anderen Leute, die das halt schon häufig erworben haben, damals in der Vorbestellung oder wie auch immer, für die wird das, glaube ich, nicht gelten. Müsst ihr auf eigene Gefahr ausprobieren. Ich meine, okay, 9 Euro sind jetzt nicht unbedingt so tragisch, wenn ihr das jetzt versemmelt. Ihr könnt es dann immer noch irgendwie einen siebten Kollegen verschenken oder was auch immer, keine Ahnung. Müsst ihr dann einfach mal auf eigene Gefahr testen. Aber wie gesagt, meine Vermutung liegt nahe, dass es auf jeden Fall nicht funktionieren wird, dass ihr da jetzt irgendwie, ne, dann nochmal für 9 Euro oder 1000 Shop-Punkte ergattern könnt. Denn das wird nicht wirklich gucken. Und ja, und ich habe hier unten auch noch so einen Link stehen zu einer Facebook-Gruppe. Die wollte ich auch noch mal kurz ein bisschen promoten. Das ist eine Herr der Ringe Online-Facebook-Gruppe unter anderem, wo auch ich unter anderem Administrator bin in dieser Gruppe. Aktuell haben wir in der Gruppe sage und schreibe 998 Mitglieder. Also ich denke mal, wir haben bald die 1000 auf jeden Fall geknackt in der Gruppe. Und das ist eine Gruppe, sage ich mal, wo eigentlich alle Server vertreten sind. Also ihr könnt euch in der Gruppe austauschen mit anderen Spielern von anderen Servern. Es sind auch einige Englischsprachige in der Gruppe, weil diese Facebook-Gruppe richtet sich eigentlich an alle Server, sei es jetzt Englisch oder Deutsche. Wobei hier natürlich der meiste Bestand an deutschen Mitgliedern logischerweise beherbergt ist, als an englischsprachigen Mitgliedern. Aber wer da auf jeden Fall mal Interesse hat, der sollte auf jeden Fall mal reingehen in die Gruppe. Den Link habe ich dort erstehen. Das Ganze nennt sich auf jeden Fall Herr der Ringe Online, Lord of the Rings Online All Servers. So ist halt die, der Gruppenname mehr oder weniger. Wer dort noch nicht drin ist, sollte auf jeden Fall reingehen. Und wie gesagt, ich bin dort da drin auch Administrator. So wie noch der eine oder andere ist dort natürlich auch Admin. Und per Admin-Chat kommunizieren wir dort mit den anderen Admins, um halt dort auch ein bisschen für Ordnung zu sorgen und so weiter und so fort. Und das wäre es dann eigentlich auch zum größten Teil eigentlich heute auch schon wieder. Und wie gesagt, zum Thema Auenländer Frühstücksfernsehen, ich werde das in Zukunft wohl nur noch so machen, dass es alle 2 bis alle 4 Wochen laufen wird. Einfach nur aus dem Grund, denn wie gesagt, durch andere Medien, durch andere Projekte, zum Beispiel Anduin Radio oder durch andere Medien, per Twitter, per Facebook-Gruppen, was auch immer, werdet ihr eigentlich relativ gut auf dem Laufenden gehalten. Und letztendlich bringt es nichts, wenn ich euch Sonntag mit irgendwelchen Material vollquatsche, was der ein oder andere vielleicht schon Samstag bei Anduin Radio gehört hat oder was der ein oder andere vielleicht schon in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen hat und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich persönlich finde es halt irgendwo blöd, wenn wir dann das dauernd alles wiederholen, ja. Wie gesagt, okay, Nachrichten, auf jedem Nachrichtensenderkanal kommt auch irgendwie immer die gleiche Grütze. Die Nachrichten sind letztendlich gleich. Das Auenländer Frühstücksfernsehen ist in der Hinsicht ja auch irgendwo so eine, ja, so eine Nachrichtensendung. Aber wie gesagt, ich halte da halt nicht so viel von, wenn das überall doppelt und dreifach steht. Und die Leute, die sich informieren wollen, die wissen, welche Quellen die dementsprechend ansteuern müssen, ja. Die hören dann zum Beispiel Anduin Radio, die blättern durch ihre Facebook-Gruppen oder was auch immer und so weiter und so fort. Und dann wissen die schon Bescheid, was Neues gibt oder was Neues kommt, etc. pp. Und dann wissen die da einfach alle Bescheid. Und ich zocke noch, ja. Wenn du mich damit dementsprechend meinst, ich bin auf jeden Fall noch am Spielen, was Herr der Ringe online angeht. Ich habe jetzt nur diese Woche halt ich sag mal, so eine kleine Sommerpause eingelegt, weil es halt auch ein bisschen zu warm ist, um das zu spielen. Und und wie gesagt, das Auenländer Frühstücksfernsehen wird dann demnächst auf jeden Fall alle 2 oder alle 4 Wochen kommen. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, um mich da vernünftig drauf vorzubereiten, um euch vielleicht das ein oder andere Plugin vorzustellen, das ein oder andere vorzustellen. Denn so wie das Format eigentlich gedacht ist, kam es leider nicht wirklich an. Denn wie gesagt, ich habe oft genug gesagt, dass ich euch auch natürlich eure Hilfe irgendwo brauche. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Sippen-Events plant oder Sippen-Mitglieder sucht etc. pp., könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Ich kann das dementsprechend mit in die Sendung reinnehmen. Und wenn da halt nichts reinkommt, muss ich mir logischerweise mal irgendwelche Themen aus der Nase ziehen
und gucken, okay, was kannst du da halt reinziehen. Und das ist zwar letztendlich nur eine Stunde, aber diese eine Stunde irgendwie voll zu kriegen, ist natürlich jetzt auch nicht wirklich so einfach, denn ja, wie gesagt, ich will halt auch nicht immer das Gleiche bringen, was dann sozusagen eben die anderen bringen. Und wie gesagt, ich mache das Ganze halt alleine. Bei mir sitzt jetzt nicht ein ganzes Team dahinter oder so, wo man dann halt durchgucken kann. Aber wie gesagt, ich werde mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann ja, schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Und ja, es ist vielleicht einerseits schade, das stimmt schon, aber wie gesagt, ja, stimmt auch. Es hat nicht jeder Samstagabend, sage ich mal, Zeit und kann sich das anhören, wie auch immer. Bei meinem Stream hat man natürlich den Vorteil, man kann sich das dann noch die ganze Zeit auf YouTube anschauen. Falls man jetzt heute Morgen um 10 Uhr irgendwie arbeiten muss oder weiß ja Geier was, so kann man sich die ganze Kiste nochmal auf YouTube anschauen und so weiter und so fort. Und aber wie gesagt, ich werde mir das Ganze nochmal überlegen. Gibt es eigentlich Probleme mit deiner App? Ich kann die erste News-Seite seit einigen Tagen nicht mehr öffnen. Müsste ich mal gucken. Die erste News-Seite, das wäre meine Seite. Ich muss mal kurz mein Handy holen. Dann schaue ich mir das mal kurz an, ob ich das hier gerade liegen nehme. So, will ich mal kurz gucken, ob es ein Probleme mit meiner App gibt. Schauen wir mal kurz rein da. Ach, das ist so warm. So, ja, in der Tat, da gibt es Probleme mit. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Weil bei mir ist unter anderem das SSL-Zertifikat abgelaufen. Und ich denke mal, da muss ich einfach nur den Link ändern zu der Newsseite. Muss ich näher mal gucken, ob ich das entsprechend beheben kann. Der erste Link, das wird sozusagen, das sind eigentlich nur die News, die von meiner Seite aus jetzt eingeblendet werden in der App. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das bearbeiten kann. Weil, wie gesagt, ich denke mal, ich weiß, wo da der Fehler ist. Ich kann aber da mal kurz reinschauen in meinen Quellcode, ob es der Fehler ist, den ich gerade vermute. Denn wie gesagt, das SSL-Zertifikat ist jetzt seit einigen Tagen abgelaufen. Und ich wollte es jetzt auch nicht erneuern, weil mir das einfach zu teuer ist. Und deswegen schauen wir mal. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. So, News. Mal kurz gucken. Die Fade-URL ist eigentlich richtig. Verstehe ich gerade nicht, warum das in der App nicht funktioniert. Ist ja lustig. Naja. Bei einer App-Vorschau wird das Ganze selbst geladen. Ja, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich muss da generell mal gucken, wo da das Problem ist. Aber die ganze App, die muss sowieso überarbeitet werden. Und dann schaue ich das dementsprechend mal an, wo da das Problem ist. Und dann hoffe ich mal, dass es dann demnächst dann irgendwie entsprechend behoben ist. Und ja, ich werde dann heute auf jeden Fall auch nochmal, muss ich mal kurz gucken hier. Ja, ich denke mal, ich werde dann heute auch nochmal 500 Shop-Punkte hier gleich live im Stream sozusagen verlosen. Und zwar machen wir das ganz easy going. Ja, ich schmeiße dann einfach gleich mal einen Bot einmal an und dann müsst ihr ja mal eine Zahl erraten, die per Zufallsgenerator erwürfelt wird. Und alter Vater, ich bin ja am Schwitzen. Das ist so warm hier, ich arme Sau, ey. Und glaube, ich gehe gleich erstmal wieder duschen oder ich lege mich gleich in eine Wanne mit Eiswasser. Mal gucken. Und ja, auf jeden Fall, es wird gleich eine Zahl generiert und ihr müsst dann halt eine Zahl erraten zwischen 1 und 100, die ihr dann sozusagen erwürfeln müsst. Also ihr müsst dann gleich in den Chat mal ganz, ganz fleißig Zahlen reintippen. Ja, und ja, und wenn ihr die richtige Zahl habt, dann habt ihr sozusagen dann die 500 TP gewonnen, ja, und dazu müsst ihr halt einfach nur dann eure Zahlen in den Chat schreiben und ja,
Und ihr würdet dann per Switch, per Private Message dann von mir dann den Punktecode übermittelt bekommen. Und ich würde da ja jetzt mal sagen, ich werde jetzt meinen Bot einmal anschmeißen und dann wird eine Zahl generiert und wenn der Bot dann gleich geschrieben hat, auf die Plätze, fertig, los. Bitte erst dann anfangen, sozusagen eure Zahlen in den Chat zu schreiben und dann, wie gesagt, könnt ihr mit gut Glück dann 500 Shop-Punkte gewinnen. So, wollen wir mal gucken, ob das überhaupt noch funktioniert nach den Änderungen von Switch, die sie hier vorgenommen haben, aber gucken wir mal. Ja, sehr schön. Die zahle ich mir jetzt vor und dann gucken wir mal. Und stopp, wir haben auch schon einen Gewinner. Und das ging doch mal sehr, sehr schnell. Also Leute, stopp, stopp, stopp. Der Gewinner, der steht schon fest. Und zwar hat gewonnen, der gute Skek hat gewonnen mit der Zahl 59. Also Leute, wie gesagt, ihr braucht gar nicht weitermachen. Ihr habt, das Gewinnspiel ist schon vorbei. Der Skek hat einen richtigen Riecher gehabt mit der Zahl 59. Und wie gesagt, er hat dann 500 Shop-Punkte gewonnen. Dazu auf jeden Fall dir erstmal herzlichen Glückwunsch. Skek, ich schreibe dir dann gleich einmal per Switch eine private Nachricht mit dem Shop-Punkte-Code. Ich möchte dich da ja an dieser Stelle auch nochmal kurz bitten, dass du mir dann gleich auf meine Message sozusagen auf Switch einmal antwortest mit der Angabe des Servers, wo du drauf bist und deinen Charakternamen, damit ich das dann entsprechend bei Turbine übermitteln kann. So, jetzt muss ich mal kurz auf Switch gehen, damit ich dir dann mal eben hier einen Punktecode rüberschiebe. So, gehen wir mal hier auf neue Nachricht. So. Also das ging heute mal wieder richtig ratzfatz, das ist mal richtig schnell gegangen. So, die Nachricht ist, und die Nachricht wurde erfolgreich gesendet. Also Skek, einmal kurz bitte auf Switch nachschauen und dann, wie gesagt, möchte ich dich einmal kurz bitten, dass du mir dann einmal dann, mir darauf antwortest, so wie halt Chat etc., schätze ich schon, mir dann halt deinen Servernamen und Charakternamen übermittelst, damit ich mir das notieren kann. Und da muss ich mal gucken, dass ich vielleicht demnächst nochmal Nachschub kriege. Denn ich habe jetzt noch 500, 1000, 2000 Shop-Punkte habe ich jetzt noch. Also 4x 500. Und dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, wie dem Thema mit dem Frühstücksfernsehen, ich werde mir das nochmal alle Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Und, okay, Skek, danke dir für deine Nachricht, ich habe es erhalten. Und werde ich mir das mal kurz hier notieren. Vom Server. Boah, das ist aber nicht warm. Also so eklig. So, okay, ich habe mir das hier alles notiert. Und dann gucken wir mal. Und wie gesagt, zum Thema wegen der App, da bin ich dran. Ja, ich werde den Fehler beheben. Und werde dann irgendwann nochmal eine neue Version hochladen. Weil wie gesagt, die erste Newsseite, die in der App sozusagen geladen wird, ist eigentlich nur meine Newsseite. Wo es da jetzt Probleme hapert, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Eventuell ist da auch vielleicht irgendwo die IP-Adresse von gebannt worden. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken, woran das liegt.
Das kann vielleicht sein, dass mein Server die IP-Adresse gebannt hat. Muss ich gucken, ich weiß es nicht. Und dann schauen wir da einfach mal nach. Und ja. Aber in diesem Sinne würde ich noch erstmal sagen, wäre dann das Online Frühstücksfenster auch für heute erstmal ja, zu Ende in der Hinsicht. Und ich sage dann auch erstmal dann in dem Sinne, auf jeden Fall nächste Woche Sonntag wird es dann auf jeden Fall auch nochmal das Online Frühstücksfenster logischerweise ganz normal geben. Und ja, wie gesagt, das Thema mit der App werde ich beheben. Und ja, sobald dann irgendwelche anderen neue Informationen natürlich vorliegen zum Thema Update 16.2, werde ich das euch, ja, werde ich euch gerne darüber in Kenntnis setzen, etc. pp. Und ja, ich werde mich dann jetzt erstmal ransetzen und mal gucken, was da mit meiner App los ist, damit das alles wieder funktioniert. Und ich glaube, dann stelle ich mich nochmal unter eine kalte Dusche, weil ich kann schon wieder duschen. Und dann schauen wir mal. Und ja, ich will auf jeden Fall hoffen, dass es heute mal richtig knallt hier draußen, damit hier mal ein bisschen frische Luft reinkommt, weil das ist wirklich abartig. Aber gucken wir mal. Auf jeden Fall euch dann soweit noch einen schönen Sonntag. Grillt schön, geht am Strand, ans Freibad oder was auch immer, keine Ahnung. Macht was Schönes raus und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall. Inwiefern ich jetzt nächste Woche streame, von Montag bis Freitag, das kann ich euch so ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Wer meinen Kanal folgt, ihr werdet es sehen, wenn ich dann streame. Wenn ich dann nicht streame, dann streame ich halt nicht, ja, aber ich muss erstmal gucken. Solange es aktuell so warm ist, habe ich auch wirklich keinen Bock, mich da jetzt jede Woche hinzusetzen, beziehungsweise die ganze Woche da hinzusetzen und dann jetzt euch irgendwie dazu bespaßen. Das ist mir dann auch ein bisschen zu blöd irgendwo. Ja, aber gucken wir mal, wenn ich Lust habe, fange ich dann an zu streamen. Ihr werdet dann ja sowieso informiert, wenn das Stream startet. Und ansonsten auf jeden Fall nächste Woche Sonntag und in dieser Hinsicht euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und dann, ja, bis demnächst. Ne? Ciao, ciao.